Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von Sims Arrow und schön, dass du bzw. ihr wieder mit am Schlüssel seid. Wir sind in einer neuen Folge von unserer Gwen. Und sorry, dass ich hier oben aussehe, als ob hier ein Böller reingeflogen ist. Aber wisst ihr was, ich hatte einfach keine Lust mehr, die Haare zu machen und dachte mir so, nee, die 5 Minuten, wo ihr mich im Vorspann seht, einfach doof geschissen. Und ich hatte einfach keine Lust, mich schön zu machen. Von daher ist jetzt einfach so. Ich hoffe, ihr akzeptiert es trotzdem. Aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, denn es geht darum, dass wir bei unserer lieben Gwen wieder sind und wir haben in letzter Zeit viel erfahren. Erstmal vielen Dank für eure Kommentare unter dem letzten Video und ich bin sehr froh, dass ihr das positiv aufgenommen habt, dass alle magischen Wesen aus unserer Welt einen Platz in der neuen Bruderschaft oder in dem neuen Rat haben, wie auch immer. Außer, dass uns natürlich noch eine Meerjungfrau oder ein Meermann, vielleicht auch Geschwister oder sonst irgendwas fehlt, finde ich auch sehr gut, dass ihr der Meinung seid, dass die natürlich auch einen Platz verdient haben. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ihr wolltet es so, ihr bekommt es auch so. Wir werden daraus ein kleines Community-Projekt machen. Das werde ich aber zum Ende der Folge hin euch noch was erklären oder mittendrin. Mal schauen. Jetzt würde ich erstmal sagen, wir müssen ja irgendwie, um eine Meerjungfrau zu finden, irgendwo hin. Und dann wisst ihr, was wir heute in der Folge machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. So, und hier sind wir auch schon. Hier ist unsere liebe Gwenny. Sie kann dir gleich mal aufräumen, bitte. Das wäre ganz nett, wenn du das mal machen könntest. Level 5 der Sozialfähigkeit erreicht. Nice, was ist denn hier los? Weint Rainer. Oh, was ist los, Rainy? Was ist los? Oh, sie hat Hunger. Gwenny, kannst du ihr mal hier bitte was zu essen geben? Dankeschön. Erste Babynahrung im Hochstuhl probieren. Können wir das mal ausprobieren? Ich würde das gerne mal sehen, wie das aussieht. Katze? Nein. Bitte nicht. Sie frisst ja erstmal den Müll. Was ist denn hier los? So. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob Gwen das macht. Sie in den Hochstuhl setzt. Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, sie gibt ihr eine Flasche. Natürlich. Danke. So, kannst du mir die Katze hier belehren, bitte? Hallo? Oh. Da. Da. Kannst du sie mal belehren, die Katze? Sky, wäre sehr nett, wenn du das machen könntest. Oder Gwenny, kannst du das machen? Kommt er jetzt dahin? Sehr schön. Sky muss jetzt hier ganz kurz mal übernehmen. Wir müssen uns um Rainer kümmern. Wegwerfen. Ja, belehr jetzt mal die Katze. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, das macht man nämlich nicht. Man geht da nicht an den Müll ran und frisst. Hör mal. Was ist denn da los, sie? So, Rainer ist verspielt. Ihr geht soweit auch ganz gut. Finden wir großartig. Sie will auch weiterspielen. Perfekt. Und wir hatten ja das Thema gehabt, Meerjungfrau, Meerjungmann und alles drum und dran. Und ich dachte mir so, wo kann man denn am besten natürlich einen Meermann oder eine Meerjungfrau finden? Ding, 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 ding. Ihr habt 100 Punkte natürlich in Sulani. Und ich dachte mir einfach, was halteten wir davon, wenn wir einen Urlaub in Sulani machen und wir nehmen einfach unsere Freundin Summer mit. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Und das werden wir jetzt mal hier in Angriff nehmen. Und zwar, indem wir einen Urlaub buchen. Ist es hier? Nee. Unter hier. Urlaub nehmen. Wir nehmen mit. Sky, Pepper, die Katzen. Nehmen wir die Katzen mit? Ich weiß nicht. Meilensteinfest. Oh, wir können jetzt klatschen. Klatsch, klatsch, klatsch. Rainer hat das wundervolle Geräusch entdeckt, das ihre Hände machen, wenn sie gegeneinander schlägt. Süß. So, wir nehmen auf jeden Fall Summer mit. Sky, Rainer nehmen wir auch mit. Können wir sie überhaupt mitnehmen? Ich hoffe. Können wir Rainer mitnehmen? Nee, oder? Doch, ach, sie ist dabei. Rainer, Summer, Sky und unsere Kitties. Unsere Kittens. Und dann machen wir Urlaub. Let's go. Wir fliegen oder fahren nach Sulani. Let's go, let's go, let's go. So, wir sind in Sulani angekommen und bekommen gleich die Info, dass wir ein neues Persönlichkeitsmerkmal haben. Gwendolyn war in letzter Zeit richtig fröhlich. Alles läuft gut. Sie hat keine Sorgen. Veränderungen annehmen. Ja, let's go. Und hier sind wir. Ich habe aus der Galerie ein Häuschen geladen, was ich dachte, das passt ganz gut. Guck mal, wie schön es ist. Es ist cute, es ist hell von außen. Wir haben hier alles. Wir haben hier draußen was zum Relaxen. Hier draußen haben wir auch was Schönes. Wir können hier im Wasser spielen. Hier innen drinne habe ich schon platziert. Hier können die Kinder oben wohnen. Wir können immer hier, können wir die Betten schon zuweisen? Nee, noch nicht. Hier oben können die beiden Kiddies leben. Hier unten können Summer und Gwendolyn im Bett schlafen. Rainer hat auch Platz. Und ich glaube, das ist hier tatsächlich ein sehr schöner Ort. Und wir können Rainer hier mal absetzen, bitten hinzulegen. Nee. Kommt ihr mal hier rein, sie bitte? Dankeschön.
Meilenstein, erster Urlaub freigeschaltet. Persönlichkeit erforscht, sehr schön. Wir sind hier im ersten Urlaub. Warum macht ihr denn jetzt hier nichts? Könnt ihr hier was machen? Sehr schön. Ihr geht jetzt schon alle baden, oder wie? Was ist hier los? Ja, wir setzen unser Kind hier mitten am Strand ab, oder wie, oder was? Was ist denn hier los? Kann sie hier im Sand spielen? Nee. Kannst du hier im Sand spielen? Sandskulptur bauen, mach mal. Wir haben die Katzen noch alle mitgenommen, alle sind da. Können wir Rainer eventuell mal hier absetzen? Gwen? Rainer hier absetzen, dankeschön. Du gehst jetzt nicht gerade Fernsehen gucken, sondern du nimmst mal dein Kind hier aus dem Sand raus und wirst dich mal hier hin dein Kind setzen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Guck mal, Sky hat ja auch schon Spaß und spielt hier schon. Wo seid ihr denn hier alle? Juhu! Ach, hier ist schon wieder was los, sage ich euch. Ah, da ist der Eingang, okay. Wo ist, sie baut hier hin, aber du kannst hier mal mitbauen. Let's go. Bau mal hier mit. Warum ist hier? Wir haben hier wieder die todtraurigste Katze auf der ganzen Welt. Sehr schön. Gwen geht soweit auch gut. Wir haben nämlich hier nämlich auch einen Schreibtisch, was ich sehr gut finde. Da kann sie nämlich ihr Buchschreiben weitermachen, dass wir dann hier auch ein bisschen weiter hier, sag schon. Können wir hier weiterschreiben? Liebesmail? Nee, nicht Liebesmail. Wir wollen keine Liebesmail schreiben. So, schreiben. Genrebuch. Wir machen mal ein Fantasybuch. Schreibt mal ein Fantasybuch. Summer fühlt sich ja auch gut. Auch Rainer liegt hier. Auch sie schläft. Süß. Sie schläft. Die beiden hier spielen hier miteinander. Das ist sehr cute. Die bauen eine Sandburg hier. Rektorin der Raben. Ein Fantasybuch. Ja, so können wir das Buch nennen. So, an Sandskulptur mitbauen. Süßi. Könnt ihr in eine Gruppe hier reingehen? Na klar, könnt ihr das machen. Oder Aktion. Runde hinzufügen. Und dann könnt ihr hier beide im Sand spielen. Und sehr schön. Und sie möchte von ihrer Mom Freunde werden und sie möchte einen Vogelschwarm jagen. Okay, können wir das hier machen? Könnt ihr die Hühner jagen? Die Hühns, die Hühns. Natürlich nicht. Die Hühns machen sie nicht. Was machst du? Deine Mission ist, du willst Erbsen essen. Das ist okay. Das kannst du machen. Und ich glaube, sie haben ja alle Hunger, oder? Ach, guck mal, Rainer spielt hier sogar schon. Süß. Süß, dann kannst du damit spielen. Und kannst du die Katze auch aufwecken? Nee. Sehr gut. Gwen, wenn du fertig bist, könntest du Essen zubereiten. Das wäre sehr nett. Frühstück servieren und zwar einen Obstsalat hier bei den heißen Temperaturen. Und ich fand das Haus eigentlich ganz süß. Und wir können ja hier, kann ich euch schon mal ein bisschen anteasern, ihr könnt, wenn ihr wollt, sehr, sehr, sehr gerne eine Meerjungfrau oder einen Meerjungmann erstellen, in der Galerie hochladen. Und dann werden wir ihn hier platzieren und gucken, ob eventuell Gwen oder auch Summer den oder diejenige kennenlernen. Denn wir sind natürlich auf der Suche nach dem letzten magischen Wesen. Und die Meerjungfrauen und Meerjungmänner sind ja noch so ein kleiner Mythos. Keiner hat sie bis jetzt ja gesehen und sie halten sich relativ bedeckt, was die magische Welt angeht. Und von daher ist es vollkommen verständlich, dass wir hierher gereist sind, um sie zu suchen. Und da eignet sich Solania natürlich am besten dafür. Außerdem ist Solania eine meiner Lieblingswelten. Ich liebe sie. Und ja, habt ihr eigentlich alle eure Hausaufgaben hier gemacht? Boys and Girls. Hausaufgaben? Zusatzhausaufgaben machen? Ja, hast du gemacht. Du könntest aber auch mal duschen gehen, weil du willst nämlich Duschi-Duschi machen. So, und wie in jedem Haus müssen wir uns ja erstmal hier zurechtfinden. Kurze Dusche. Was ist mit dir hier? Du bist eigentlich nur müde. Müde, 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 Kraftnickerchen. Rainer, warum weinst du? Was ist los? Warum weinst du, Girl? Ah, weil sie pullern muss und sie ist müde. Okay, wir müssen sie ins Bett legen. Gwen, du musst mal aufhören zu schreiben. Aufhören zu schreiben. Und wo ist denn hier das? Da, das Reisebettchen. Rainer ins Bett bringen. Mach mal. Bring sie mal ins Bett und dann kann die kleine Maus nämlich mal eine Runde schlafen. Denn es ist immerhin Mittagszeit. Ich will schwitzen. Sie mag Fitness. Let's go. Rein da. Rein da, rein da, rein da. Oh, die Katzen haben kein Katzenklo. Upala. Da müssen wir hier gleich mal. Was ist das? Was ist das? Ist da Wasser runtergetropft? Oder schwimmt da jemand? Ich weiß es nicht. Das war gerade merkwürdig. So, Rainer ist wieder verspielt und
Ist trotzdem noch müde? Jo, kleine Mausi, ne? Ja, ich schlaf mal. Können wir ihr eine gute Nachtgeschichte vor... Oh, jetzt hat sie auch noch in die Windeln gemacht. Ich raste aus. Können wir Windel wechseln? Nee, Gwen, bleib mal hier, bitte. Windel von Rainer wechseln, dankeschön. So kann sie nicht schlafen, weil sie müffelt sonst und kriegt sonst einen wunden Po. Gwen. Jetzt könntest du die Windel wechseln. Husch, husch. Oder schläft die Mausi jetzt? Nee. Windel von Rainer wechseln, bitte. Danke. So, alles kein Problem. Wir sind eingeschlafen. Von daher können wir jetzt einen Obstsalat machen, damit wir was zu essen haben. Weil Rainer schläft jetzt, das ist ganz gut. Was macht ihr beiden Mausis hier unten eigentlich? Ihr könnt eigentlich, wenn ihr wollt, schwimmen gehen. Wollen wir sie mal schwimmen schicken? Guckt mal, hier sind ja schon welche. Können wir schwimmen? Hier schwimmen und plaudern. Sehr schön. Könnt ihr die kennenlernen hier? Guckt mal. Wir haben ja mal Chor und Paka. Oha. Hi, happen, huhaha. Hi, happen, huhaha. So, ich glaube, wir gehen hier runter, oder? Du kannst auch schwimmen, wenn du willst. Schwimmen mit. Let's go. Könnt ihr hier ein bisschen zusammen, Oha, wie sportlich hier, hör mal. Sehr gut. Jetzt kommt hier Azura. Let's go. Springt sie auch rein oder klettert sie rein? Nee, sie klettert rein. Sie ist eine Dame. Die Dame des Hauses, die klettert natürlich hier rein. Sehr schön. Wo ist denn eigentlich Summer? Haben wir sie hier noch irgendwie am Stissel? Oder, ach, da ist sie. Sehr schön. Wir können ja auch ein bisschen mit Summer mal quatschen. Vielleicht können wir auch mit ihr eine Runde bilden, dass wir gemeinsame Sachen hier mit ihr machen. So, Aktion. Aktion zur Runde hinzufügen. Und dann könnt ihr mal zusammen hier ein Gericht nehmen. Zusammen ein Gericht nehmen. Let's go. Tanzen kannst du später. Wir kümmern uns jetzt hier erstmal um unsere Freundin. Die ist schließlich mitgekommen. Sie war in der schwierigen Zeit für uns da und Summer muss eigentlich pieseln. Ich finde es ein bisschen schade, dass man, wenn man Urlaub mit jemandem zusammen macht, dass diejenige oder derjenige hier nicht unten mit in der Leiste hier drin erscheint, weil wir können Summer jetzt gar nicht steuern. Also sie ist sozusagen, beschäftigt sich selbst, aber ich würde das, glaube ich, ganz schön finden, wenn man das irgendwie machen könnte. Wisst ihr, wie ich meine? Wir können ja mal nach ihrer Karriere fragen. Hat Summer übrigens einen Job? Weiß ich gar nicht. So. Mochi Peachy. Wir können ja mal eine neue Erfindung beschreiben. Und wir freuen uns einfach, dass unsere Freundin, unsere beste Freundin mit dabei ist. Denn sie war ja tatsächlich in der letzten Zeit sehr oft für uns da. Wer bist du? Hallo? Was machst du hier? Ja, warum meckerst du hier unsere Katze an, Hammer? Level 6er Motorikfähigkeit erreicht. Sehr schön. Warum hast du unsere Katze angemeckert, hör mal? Du kommst ja einfach rein wie sonst was und meckerst unsere Katze an. Ich glaube, mein Schwein pfeift. So, vorstellen an. Oh, wir können ja... Nee, Rainer schläft, oder? Ja, die schläft. Kennt sie Rainer noch nicht? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. So, wir können ja mal ein Kompliment machen. Über das Outfit, über ihren Bikini, den wir ganz schön finden. So. Dann können wir über Hobbys reden. Übers Kochen reden und einfach froh sein, dass sie da ist. So, und wir haben ja natürlich hier eine Mission. Wir müssen auf den Spuren der Meerjungfrau gehen, ne? Also den Meerjungfrauen oder Meerjungfrau-Männern, wie auch immer. Da müsst... Oh, wie geht's euch eigentlich hier? Nicht, dass ihr mich... Oh. Ja, bitte schnell nach Hause. Zum Grundstück zurückkehren. Und du bitte auch zum Grundstück zurückkehren. Dankeschön, weil nicht, dass ihr mich hier beide hier, ne, auf dem Weg hier ertrinkt. Das möchte ich natürlich nicht. Das wäre sehr freundlich. So, können wir hier Bett zuweisen an Sky. Das Bett können wir hier zuweisen an... Nee. Können wir das hier ihr zuweisen? Nee, macht sie nicht. Aber vielleicht können wir ihn hier oben ein Kraftnickerchen schicken lassen. Nickerchen machen. Sehr gut. Feini. Warum kannst du hier kein Nickerchen... Ach, ich weiß warum. Lol, wir müssen nochmal ganz kurz Bett austauschen, weil das nicht das richtige Bett ist, ne? So sieht's aus im Schneckenhaus. So, jetzt dürfte es funktionieren, oder? Deswegen konnte ich auch das Bett nicht zuweisen, ich Dödel. So, dann kannst du hier ein Nickerchen machen. Let's go. Sky ist schon auf dem Weg, oder? Bist du schon on the way? Ja, du bist todmüde. Ah, da haben wir nochmal Glück gehabt, dass ich es rechtzeitig gesehen habe, weil nicht der... Oh, Tetsu ruft an.
Gwendolyn, danke, dass du mir vorgeschlagen hast, mich mit Gunther Munch abzuhängen. Wir hatten eine fantastische Zeit. Tetsu lieben wir. Tetsu könnten wir eigentlich auch mal wieder einladen, oder? Wir hatten so viel lustige Zeit mit Tetsu. Ich glaube, wir rufen Tetsu an, oder? Wollen wir Tetsu einladen? Komm, wir laden ihn mal ein. Tetsu war ja eigentlich immer unser Freund, der sich nackelig gemacht hat. Easy. Den laden wir jetzt ein, hier auf unser Grundstück mit abzuhängen und einfach eine gute Zeit zu haben. So, komm mal rüber hier, Ofenmäder. Komm mal rüber. So, also Tetsu ist hier immer noch nicht angekommen. Das ist okay. Wir wissen nicht, wo er ist. Er wird schon irgendwann aufkreuzen. Summer schwimmt dort hinten. Sehr schön. Die Kiddies machen Mittagsschläfchen. Rainer schläft auch noch und Gwen legt sich jetzt hier hin, um sich in der Sonne hier ein bisschen zu sonnen. Ich glaube, das hat sie sich auch verdient, nach den ganzen anstrengenden Tagen und Wochen und Monaten, die hinter ihr liegen, den Verlust von Brett, hat sie sich das verdient, hier mal ein bisschen in der Sonne zu chillen. Was ist denn mit dir hier los, Girl? Du bist ja auch richtig sad. So, wo Tetsu ist, weiß ich nicht. Er hatte wahrscheinlich keinen Bock auf uns. Aber ist okay. Nehmen wir auch gar nicht übel. Ach, da ist er. Juhu! Guten Tag. Du hast aber auch ein fesches Outfit an. So. Können wir zusammen eine Sandskulptur bauen? Und können wir ihn vielleicht mal umstylen? Er hat sich ein bisschen auch in Schale geworfen hier. Hat er eine Badehose-Sachen an? Wir gucken mal. Hat er eine Badehose an? Ja, hier, oder? Guck doch mal. Schon viel besser hier, hör mal. Was ist denn hier, was ist denn hier mit den Vögelchen hier los? Also Tetsu war auch ein lustiger, oder? Easy. Guten Tag. Ja, ja. Ja, ja, wie geht's dir? Schön, dass du da bist, mein Lieber. Ich freue mich. Smalltalk können wir fühlen, ihn ein bisschen besser kennenlernen, weil wir nicht wissen, wer er ist, ne? Wir kennen ihn ja schon, wir hatten ja schon eine wilde Zeit mit ihm zusammen, aber es ist normal, dass man eben ein bisschen, ne, sich auch um seine alten Freunde kümmert, so. Der Marc von Dingsbums hat angefangen. Nee, wir sind hier gerade in Solani. In Solani. Vielleicht können wir auch abends dann mal ein bisschen auf Party gehen. Hi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallihallo. Lang nicht mehr gesehen. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Oh, und deine Schwimmflossen. Wir lieben deine Schwimmflossen. Wie geht's dir, Tetsu? Ja, mir geht's ganz gut. Und ja, dramatische Geschichte erzählen. Wir können dir mal erzählen, was in der Zeit alles passiert ist. Und dass wir hier in Solani gerade ein bisschen auszudenken. Vielleicht kennt er ja auch eine Meerjungfrau oder einen Meermann. Dass du dir die Zeit für mich nimmst, bedeutet mir wirklich viel. Ich wollte nur, dass du das weißt. No. Das haben wir natürlich gerne gemacht. Er hat es natürlich sehr, sehr gerne gemacht, ne? Er war ja schließlich damals ein sehr, sehr guter Freund von uns. So, wir können mal Babyfotos teilen und ihn Rainer vorstellen. Und ja, einfach hier ein bisschen wieder alte Freundschaften auf leben lassen. So. Freundlich, Smalltalk, den Moment genießen, sehr schön. Ich glaube, das ist jetzt genau das, was Gwen braucht. Sommer, Strand und gute, gute Freunde um sich herum, um vielleicht auch so ein bisschen die ganze Bruderschaft und das ganze Drama ein bisschen hinter sich zu lassen. Die Bruderschaft hatte gesagt, sie muss sich ja nicht sofort entscheiden. Es reicht ja, wenn sie sich die nächsten Tage oder Wochen darüber... Mag den Schlafliedersender. Okay, du magst den Schlafliedersender. Alles klar. Gwen will jetzt auf einmal tanzen. Ist okay. Können wir ihn auch in die Runde hinzufügen? Mehr Option. Auswahl. Aktion. Mehr Auswahl. Hallo? Warum können wir ihn jetzt nicht in unsere Gruppe hier mit einfügen? Ah, jetzt geht es. Er ist jetzt in der Runde hinzugefügt. Sehr schön. Feini fein. Nanny fein. So, wie gut ist das Essen hier noch? 4 Stunden. Wir können ja mal alle zum Essen rufen. Zum Essen rufen. Sehr schön. Summer ist auch wieder da. Ihr geht's auch gut. Die Kiddies sind auch mittlerweile wach. Wie spät ist es? Ja, ihr könnt auch mal wach werden. Ihr müsst hier nicht den ganzen Tag schlafen. So. So. Oh, ihr seid hier oben und spielt. Oh, wie süß. Die Katze. Ich lieb's ja auch ein bisschen, dass wir mit unserer Katze einfach in den Urlaub gefahren sind. Das finde ich ein bisschen geil. Erstmal die Katze mitgenommen. So wollen wir das, ne? Rein da. Erstmal unsere Kiddies hier mitgenommen. Let's go. So, zum Essen gerufen. Die beiden schlafen noch. Geht's Rainer eigentlich gut? Oh, Rainer müffelt so hart. Gwen, kannst du dich mal hier um sie kümmern? Hallo Gwendolyn, ich hatte Lust auf einen Test in Sakura-Tee. Nee, wir sind gerade am anderen Ende der Welt. Sorry, gerade nicht. Also ich muss ja sagen, wenn man sich hier mit den Kiddies so ein bisschen beschäftigt, also diese Windelfunktion funktioniert noch nicht so ganz. Funktioniert es bei euch?
Weil sie müffelt oder vielleicht müssen wir sie baden? Das kann natürlich auch sein, ne? Dass wir sie baden müssen, aber ich dachte eigentlich, dass wir... Ach, guck mal, wer da ist. Hallo. Hallöchen. Arun, Fans, Klasse, Meshabes. Ja, natürlich, rein da. Let's go. Hallo, Arun. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Lol, kommt er uns hier einfach besuchen nach Solani? Süß. Ich glaube, er war ja vorher auch schon für uns da und hat sich ja auch nach dem Tod von Brad ja sehr gut um uns gekümmert. Vielleicht ist es einfach so, dass er jetzt nochmal schaut, ob alles gut geht. Ich glaube, ihm liegt Gwen sehr am Herzen. Und ich glaube, dass das so sein bisschen vielleicht auch seine Aufgabe ist, dadurch, dass sie so viel durchgemacht. Er hat es ja auch durchgemacht mit Arash, dass sie sich nicht sehen konnten. Und vielleicht liegt es deswegen daran. So, Spielzeug ansehen. Können wir sie eigentlich auch mal baden hier? Ach, hier ist was los, Leute. Hier ist was los. Schon wieder viel zu viele Menschen. So, können wir Rayna baden? Dankeschön, das machen wir auch noch. Sehr schön. Hör mal, deren Körper hier, guckt es euch an. Guckt es euch an. Wild. Vorstellen an Rayna. Ne, ihr kennt Rayna doch alle. Er hier mit seinen Schwimmflossen liebe ich auch sehr. Hallo Azura, schön, dass du da bist. Oh, du bist schon wieder müde, Girl, ne? Du bist schon wieder müde. Aber es ist vollkommen okay. Hier ist Party. Hier, Summer hat sich schon hingelegt. Easy. Können wir mal hier, können wir das ja auch machen? Zuweisen. Ja, linke Seite zuweisen an Gwen. So. Und wir müssen gleich mal pinkeln gehen. Das können wir auch mal machen. Und könnten wir jetzt mal Rayna baden? Das wäre sehr nett. Einmal bitte Kind baden. Es müffelt. Einmal bitte Kind baden. Oh, na endlich, sie wechselt die Windel. Jesus, das war ja hier aufregend. Also, das ist ja hier wild. Ja, die stinkt, die Bombe, das weiß ich. Du, fünfmal habe ich dir gesagt, du sollst wechseln und beim achten Mal macht sie es erst. Also, hör doch mal auf. Also, das ist noch ein bisschen wild mit dem Windelwechseln. Ich weiß auch nicht, ob der Platz zu eng ist oder sonst irgendwas, aber wir können ja auch die Wickeltruhe nicht einfach mitten hier ins Geschehen stellen. Wisst ihr, wie ich meine? So, guck mal, die beiden verstehen sich auch richtig gut. Sehr schön. Freunde fürs Leben werden, easy, einfach Geschwister, über die Schule reden. Die beiden scheinen sich auch gut zu verstehen. Aber du weißt, Arun, du hast Arash zu Hause, ne? Wir wissen, dass Tetsu ist eine Flirtmaschine. Ach, hab ich mich gerade erschrocken. Sky und Azura wurden beste Freunde fürs Leben. Oh, wie schön. Nice. Mein Shanai, Sky hat beliebtes Kind mit bestrebten Liebling der Massen erlernt. Oh, haben wir hier was Neues? Mit drei anderen Kindern anfreunden, mit zwei Erwachsenen anfreunden, Level 10 der Sozialfähigkeit erreichen. Sehr schön. Hast du sie jetzt mal gebadet hier, Gwen? Sie muss schon wieder auf Klo. Sie muss einfach schon wieder auf Klo. Die kleine Maus muss einfach schon wieder auf Klo. Können wir sie mal vorstellen an den beiden hier? Ich will mal sehen, wie das aussieht, wenn wir das Kind vorstellen. Guck mal, Summer, das ist mein Kind. Das ist Rayna. Du hast sie eine ganze Weile schon nicht mehr gesehen. Und du bist nun in Urlaub mit ihr, aber alles gut. Ah, jetzt badet sie. Oh, süß. Guck mal. Oh. Ja, mit einem Quietsche-Entchen. Nice. So muss es sein, meine Damen und Herren. So muss es sein. Ja. Feini. Feini. So. Euch geht's ja auch gut. Er muss auch pipi, dann kannst du mal oben auf Toilette gehen. Oh, sie... Hast du es kaputt gemacht? Hör doch mal auf. Warum hast du es kaputt gemacht? Ist ja wohl nicht dein Ernst hier, hör mal. Jetzt muss Mutti hier alles sauber machen und aufräumen. Kannst doch nicht deine Aggression hier kaputt auslassen. Können wir sie eigentlich mal kennenlernen? Respektvoll vorstellen? Die Kinder müssen auch mal hier unsere Freunde kennenlernen. Freundlich vorstellen. Sehr schön. Er muss sich auch mit Erwachsenen anfreunden, ne? So, Gwen, du musst dann bitte mal schlafen. Nee. Kannst du das hier oben reparieren? Mit Magie eventuell reparieren? Rayna absetzen. Sehr schön. Hast du gemacht. Feini. Feini, fein. No, guck mal, Gwen hat Summer das Kind Rayna gegeben. Wie süß. Wie süß ist das, oder? Da muss ich gleich mal ein Thumbnail von machen. How cute is that? How cute is that? Das ist mega cute. Richtig süß. Richtig süß, dass die kleine Mausi dort jetzt bei Summer auf dem Arm rumwippt. Vielleicht kümmert sich jetzt Summer auch ein bisschen um sie, weil wir sie ja vorgestellt haben. Und wir haben sie abgegeben, weil wir haben uns jetzt ins Bett gelegt, weil wir sehr müde sind. Die Kiddies schlafen auch, außer Rayna und Summer. Die sind beide noch wach. Die Katzen schlafen auch. Sie haben Fresschen, sie haben Katzenklo.
Ich würde sagen, erfolgreich den ersten Tag auf Solani überstanden. So, der nächste Tag ist angebrochen. Wir können hier mal Frühstück servieren. Oha, was passiert da? Hallo? Hallo? Kind? Nein? Können wir hier ein bisschen rummeckern? Bitte? Wo kommt sie nicht hin? Ich verstehe das nicht, wo sie nicht hinkommt. Wo kommst du, an dein Spieldingsbums hier nicht hin? Kannst du hier hinkrabbeln? Krabbel mal hier hin. Okay, dahin krabbelt sie. Könntest du dahin krabbeln? Okay, da kommt sie hin. Sehr gut. Da kann sie spielen. Aber warum geht's? Ja, weil sie müde ist. Ja, die hat die ganze Zeit auch auf dem Boden geschlafen. So, können wir danach Raina ins Bett bringen? Oh, jetzt schläft sie hier auf dem Boden, oder? Ja, jetzt schläft sie hier auf dem Boden. Also das ist schon ein bisschen wild hier, ne? Mit den kleinen Babys hier. Ja, schlaf mal hier auf dem Boden. Ist vollkommen okay. Vollkommen okay, sie ist das. So, wir haben Essen gemacht. Sehr schön. Ruf mal hier alle zum Essen. Zum Essen rufen. Sehr schön. Die beiden unterhalten sich hier auch. Ich glaube, die haben sich ja auch beide schon miteinander hier angefreundet, oder? Über Süßigkeiten schwärmen. Alberne Geschichte erzählen. Und ja, über Temperaturen reden, wie schön das ist. Und dann würde ich sagen, war es das, der erste Part hier auf Solani. Und im nächsten Part werden wir uns auf jeden Fall auf die Suche nach den Meerjungfrauen machen. Und vielleicht habt ihr bis dato ja auch schon eine erstellt unter den Hashtag Gwen's Meerwesen. Wollen wir es Gwen's Meerwesen sagen? Genau, Gwen's Meerwesen könnt ihr sehr gerne einen Meerjungmann oder eine Meerjungfrau erstellen. Einmal in die Galerie hochladen und dann schaue ich sie mir beim nächsten Mal an und platziere ein, zwei Meerjungfrauen oder mehr Männer. Und dann schauen wir einfach mal, welches wird, mit welchem wir uns am besten verstehen. Ich danke euch jetzt schon mal im Voraus. Ich werde es auch nochmal auf Discord schreiben. Und ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich jetzt schon. Euer Chris von Sims Arrow.